Hallo, 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 willkommen zu einem neuen Video. Ich hole jetzt Vanessa vom Flughafen ab. Falls ihr es nicht wisst, Vanessa ist meine Internetfreundin. Also wir haben uns über Social Media kennengelernt vor 7, 8 Monaten und seitdem sind wir unzertrennlich. Und wir waren zusammen in London und jetzt besucht sie zum ersten Mal mich, wie da, wo ich wohne, und wohnt bei mir bis Dienstag. Wir gehen aufs Olivia Rodrigo Konzert, wir schauen uns Hamburg an, wir gehen shoppen, ganz viele tolle Sachen, tanzen wollten wir auch zusammen gehen. Ich freue mich so. Es ist jetzt 9:30 schon abends und jetzt hole ich sie ab. Ich habe Blümchen für sie. Sie landet in einer Stunde 15. Yay! Da ist sie! Wir frühstücken heute und dann geht es heute, dann verbringen wir den Tag in Hamburg. Und wir haben, gestern habe ich sie ja noch abgeholt. Leider habe ich in Terminal 1 gewartet, weil ich total dumm bin und sie war in Terminal 2. Dann haben wir erstmal gebraucht, bis wir uns gefunden haben. Aber jetzt sind wir hier und waren einfach zum ersten Mal in meiner Umgebung. Richtig weird, richtig komisch, aber richtig cool. Also, das wären coole Tage. Der Schrei auch noch dazu. Hi, ich zeige euch jetzt einmal, was ich gestern gekauft habe für das Konzert. Und ich bin mir halt noch nicht so sicher, was ich davon tragen möchte oder wie ich das gleich zusammenbastel. Das entscheiden wir dann. Und zwar einmal dieses Kleid, das ist halt so schön. Das ist so seidig und das war von H&M und der Rückenausschnitt ist auch mega schön. Ja, ich weiß noch nicht, ob es mir zu locker ist, wenn ich da springen will und so, muss ich eigentlich was drunter anziehen. Und das macht dann eigentlich so ein bisschen den Vibe vom Kleid kaputt. Aber ich will schon springen und so. Und deswegen habe ich auch noch so eine Strickjacke. Vielleicht baue ich die noch irgendwie ein. Also das ist jetzt so, sind so die einzigen Optionen, irgendwas mit der Strickjacke zu machen oder mit dem Kleid. Ich habe überlegt, das Kleid abzuschneiden und daraus einen Top zu machen und das dann mit einer Hose anzuziehen. Aber dann habe ich immer noch nicht das Sprungproblem, was ich halt doof finden würde. Weiß ich noch nicht. Ich muss mal gleich ausprobieren, ob ich irgendwas darunter anziehen kann, was nicht doof aussieht. Vanessa hat ein Kleid gefunden, in das sie hatte das so auf dem Weg zur Kasse noch gesehen. Und dann war das so ein XS, da kommt sie rein, aber nicht mehr raus. Da hatten wir gestern Operation, Vanessa aus dem Kleid rausholen. Das ist an sich ganz cool, aber halt super klein. Das eng. Und sie überlegt jetzt, ob sie das abschneidet. Und als Rock macht und dann ein Oberteil, lila Oberteil anzieht. Es saß schon, aber das Rauskommen war wirklich eine Katastrophe. Dann ja, gleich kommt noch Alina, die kommt auch mit zum Konzert und dann machen wir uns fertig. Wir haben noch Glitzer gekauft heute. Hi, Friends. Hallo. Das Olivia-Konzert war so toll. Vielleicht mache ich ein Highlight von den Aufnahmen auf Instagram. Dann könnt ihr das mit Ton sehen, weil das konntet ihr jetzt natürlich nicht wegen Copyright. Aber das war so toll. Ich habe so geile Aufnahmen gemacht. Das war
Es war so schön. Es war halt richtig klein, weil, also es ist ja meistens so, wenn so ein neuer Artist so richtig berühmt wird, dass die Konzerttouren so vorher gebucht wurden, bevor man wusste, dass vielleicht Olivia auch eine große Arena füllen könnte. Deswegen war das so richtig klein und persönlich und es war keine Show, also es ist nichts passiert, keine Background-Tänzerin, gar nichts, es war einfach nur Band und sie hat gesungen, es war echt cool. Es war richtig toll. Also im Gegensatz zu ihrem Berühmtheitsstatus jetzt ist das noch so, glaube ich, die letzte Tour, wo das in der Form ist. Nee, und sie hat halt nicht genug Songs, denke ich auch, um noch mehr Show zu bieten. Und es war ihre allererste Show in Europa. Ja, und sie war noch nie in Deutschland und das war echt ganz cool. Und wir haben mega coole Instagram, so ein cooles Reel gemacht, so eine Transition, die seht ihr auch in meiner Insta-Story. Und jetzt heute gehen wir in den Barfußpark und dann wollten wir ein bisschen tanzen im Fitnessstudio, also in so einem Kursraum. Ich bin schneller, als ich jetzt schon verwirrt. Und Stiche kannst du bekommen, indem du... Es wird einmal gespielt, jeder spielt eine Karte. Der erste legt zum Beispiel eine Karte aus, die du auf der Hand hast. So. Das war besser. Aliana und ich haben einen richtig coolen Tanz choreografiert. Den können wir leider hier nicht zeigen, aber maybe posten wir den auf Instagram. Schaut auf Instagram vorbei, den haben wir bestimmt auf dem Highlight vom Tanzen abgespeichert. Da können wir einen machen. Aliana stirbt gerade ein bisschen wegen ihrer Allergie. Ja. Aber es ist so nice hier. Wir tanzen schon gefühlt seit 2 Stunden. Nein. Schauen. I hope you don't mind if I say that I love you, 'cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. We can chase the sun as it sets in the mountains, find luck like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you every day. You know I do, 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 I do, 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 I do. I hope you can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring. Und das war es jetzt back. Ich habe schon 4 Sachen gefunden, die sie hier vergessen hat. Sehr gut. Es war einfach so schön und es ist irgendwie schon auch traurig, weil ich sie so gerne regelmäßig halt hier im Alltag hätte. Ich weiß auch nicht, wir haben uns irgendwie gesucht und gefunden durch Zufall übers Internet und das ist wirklich so krass, wie ähnlich wir uns sind und wie gut wir uns dann doch ergänzen. Ich will jetzt auch nicht zu kitschig werden, aber habt ihr eine Freundin oder einen Freund, der leider so weit weg wohnt und den ihr gerne bei euch hättet? Ich weiß ja, dass einige sowas haben und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe immer versucht, so ein bisschen reinzupacken, was wir so ungefähr gemacht haben für Leute, die sich für Lüneburg und Hamburg interessieren. Genau, wir konnten jetzt aber, ich wohne halt nicht so krass in Hamburg, dass Hamburg jetzt alles ist, was man angucken müsste, sondern ich wohne halt eigentlich in der Lüneburger Heide. Und deswegen haben wir jetzt auch in Hamburg nicht so krass Sightseeing gemacht, weil wir sonst gar keine Zeit mehr gehabt hätten, auch hier in meiner Gegend halt alles anzuschauen. Und das war mir dann in dem Moment ein bisschen wichtiger. Und dann, wenn sie dann irgendwann nochmal kommt, machen wir halt so Stück für Stück ein paar Sachen. Weil für Hamburg kann man alleine nur Hamburg selber einen 4-Tages-Trip machen. Und das war aber jetzt nicht Sinn der Sache, weil ich jetzt auch nicht direkt dort wohne. Also falls ihr euch wundert, warum wir nicht so krasse Sightseeing in Hamburg gemacht haben.
Die Olivia-Sachen mit Sound und unsere Tänze mit Sound und so findet ihr auf Instagram. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bye!